Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins im Toll Run. Und ja, in der letzten Folge haben wir Shion, den Oberpriester, besiegt in einem harten Kampf. Und nun liegt er vor uns auf dem Boden. Ah, du bist selber sehr mächtig. Und du hast dich selber nicht überanstrengt. Wenn meine dämonischen Fähigkeiten nicht gewesen wären, wäre ich mir unsicher gewesen, ob ich die gegen dich überhaupt eine Chance gehabt hätte. Wie freundlich von dir. Aber ich kann dir nicht erlauben, dass du Lady Fina mitnimmst. Das weißt du. Vater Shion. Dieses Gesicht nervt mich langsam. Hör auf, dich mit ihm rumzustreiten und erledige ihn endlich. Ist etwas nicht in Ordnung? Erledige ihn. Oder stelle ich hier gerade fest, dass du einen Befehl verweigerst? Nein, ich tue es. So, also so endet es nun. Toll, nein, das darfst du nicht. Tut mir leid, aber das ist mein Schicksal. Was? Ja, und die Kampftruppe kommt zu spät. Lady Fina. Shion, bist du in Ordnung? Toll, was hat das alles zu bedeuten? Nun, sieht so aus, als hätten wir ein paar Spielverderber hier. Irgendwelche Vorschläge? Sieht so aus, als hätten wir keine andere Wahl. Für den Augenblick sollten wir uns mit Lord Dallas beim Ratus Annex neu gruppieren. Wie du wünschst. Bis bald, Leute von Ys. Vielleicht werde ich eine schöne Jagd bei euch machen. Lebt wohl. Wartet. Verdammt. Ja, nicht besonders viel Dialog. Nein. Und ja, wir nehmen einen schnellen Weg zum Rados Annex. So, du wirst uns also nicht verraten, wo dein Zwilling und die schwarze Perle sind. Wie ich bereits sagte, ich weiß einfach nicht, wo man sie finden kann. Wir haben uns aufgeteilt, nachdem wir den Turm betreten haben. Sobald wir sie aufgespürt haben, frage ich mich, ob sie uns die schwarze Perle im Austausch für deine Sicherheit gibt. Nein, das wird sie nicht. Wir waren vorbereitet für solch einen Fall, als wir entschieden haben, unsere Füße wieder auf die Erde zu setzen. Solche Drohungen werden dir nichts bringen. Was denkst du, Toll? Ich denke, sie sagt die Wahrheit. Die Ältere von den beiden war immer sehr schnell darin, die schwere Bürde auf sich zu nehmen. Mit ihrer Schwester gefangen, wird sie wahrscheinlich sich noch weiter anstrengen. Mit erneuerter Entschlossenheit.
Toll. Du kennst dich sehr, du weißt sehr gut Bescheid über die Göttin, scheint es mir. Ich kann mir vorstellen, dass ihr euch vor langer Zeit sehr nah gestanden habt. Natürlich, wenn das wahr ist, dann hast du keinen Nutzen für mich. Es wäre sehr schwierig, dir unter solchen Umständen zu trauen. Selbst eine der Göttinnen sollte für unsere Ziele reichen, sobald wir die schwarze Perle haben. Also was sagst du? Eliminieren wir diese hier und jetzt? Warte. Das war nur ein Test. Sobald wir getan haben, was wir hier tun, werden die Göttinnen wieder freigelassen. Das waren deine Forderungen, nicht? Toll. Wie auch immer, ich dulde weder Inkompetenz noch Unterbrechungen. Und ich habe mich darüber vorbereitet, sicherzugehen, dass unsere liebe Lady Fina nirgendwo hingehen kann. Ach, das ist... Was zur Hölle hast du getan? Ja, da wird Thomas, aber... Ach, reg dich nicht so auf. Das ist mächtige Magie, ja, aber es ist nicht mehr als eine Barriere. Nicht schlecht, nicht wahr? Wir Darklings haben eine sehr wirkungsvolle Magie für uns selber, wie du sehen kannst. Göttin oder nicht. Jeder Versuch, es aufzulösen, ist verschwendete Kraft. Wie du sehen, weil du kannst dich, siehst sicherlich, dass es ursprünglich eine Beschwörung deiner eigenen Leute war. Darklings, das erklärt einige Sachen. Ihr müsst den Arche? Ihr müsst die Arche geöffnet haben. Ja, das ist, was wir getan haben. Und du bist ein Nachfahre von denen, die den Götter den Rücken zugekehrt haben und das Land in die Tiefen des Ozeans versinken habt. Ja, wie auch immer. Kannst du dir nur vorstellen, warum wir die schwarze Perle suchen? Die dämonische Essenz repräsentiert die kristalle Form unserer höchsten Ideale, wie man auch immer das übersetzen mag. Dallas spricht halt komisch. Kein Opfer ist zu groß, damit wir die Möglichkeit haben, die Perfektion zu erlangen, die es verspricht. Ich denke, du wirst mit großer Neugier auf diesen Tag sehen, Göttin. Ja, und da ist Toll jetzt alleine mit ihr. Sieht so aus, als wäre hier noch mehr Geschichte, als ich gedacht habe. Ja. Es reicht zurück, noch bevor Is gegründet wurde. Als Rhea und ich noch jung waren, selbst bei menschlichen Verhältnissen. Das geht mich alles nichts an. Ja. Toll, warte.
Da gibt es etwas, das ich möchte, dass du es bekommst. Ja? Das kann nicht sein. Die Silberharmonika erhalten. Hey. Selbst ein Gegenstand von so geringer Größe hat mich sehr viel Kraft gebraucht, um es durch die Barriere zu bringen. Ich verstehe das nicht. Warum gibst du mir das? Rhea und ich wurden von Dämonen angegriffen, gleich nachdem wir den Turm betreten haben. Sie hat nicht mal mitgekriegt, dass sie es verloren hat. Und als ich es gefunden habe, waren wir schon längst getrennt. Du wirst sie vor mir... Wenn du sie vor mir siehst, gib ihr es... Du wirst sie vor mir sehen, wenn ich die Umstände betrachte. Also gib es bitte zu ihr zurück. Warum? Warum tust du das? Also du suchst nach ihr, oder nicht? Also ist es nur logisch zu denken, dass du sie finden wirst. Oder sie wird dich finden. Das ist nicht, was ich gemeint habe. Du verabscheust mich nicht nach allem, was ich getan habe. Warum vertraust du mir damit? Weil ich in dich glaube. Ich glaube an dein Inneres. So wie an deine Nettigkeit. Danke dir, Tol. Dass du so besorgt um meine Sicherheit warst. Was hast du gedacht, ich würde es nicht bemerken? Ich kann dich lesen wie ein offenes Buch. Ich weiß nicht, worüber du redest. Du kannst dich ruhig an falsche Hoffnungen klammern. Wenn es dir hilft, mit der Situation klarzukommen. Aber leider sind es nur falsche Hoffnungen. Das Einzige, was mich interessiert, ist, Rhea und die schwarze Perle zu finden. Hahaha, jetzt lacht Kishka ihn wieder aus. Gibt es irgendetwas, was du mir sagen willst? Nein, nicht wirklich. Du bist nur ein sehr interessanter Mann. Das ist alles, was ich denke. Und was genau meinst du damit? Es braucht einen eisernen Willen, der Transformation in einen Dämon zu widerstehen. Also wundere ich mich, wie jemand Naives wie du sich nicht einfach hingibt und randaliert wie ein Verrückter. Versuchst du hier Streit anzufangen? Verstehe mich nicht falsch. Alles, worum ich mich kümmere, ist es, Gegner zu finden, die meiner würdig sind. Also alles, was in deinem Kopf vor sich geht, geht mich nichts an. Es ist nur faszinierend, das ist alles. Aber nach allen Möglichkeiten, geh und kämpfe einen guten Kampf. Wir werden sehen, wie weit du deine kleine Scharade tragen kannst. Die Wahrheit kommt heraus. Ich bin im Augenblick nur gespannt darauf, dich zu sehen, wie du dich am Ende entscheidest. Ja, Kishka. Ist auch einer der seltsamen Leute. Charade, hä? Ich habe alle meine Verbindungen getrennt. Was soll ich sonst noch tun? Ich bin nicht stolz darauf, was ich getan habe.
Aber das ist der Pfad, den ich für mich selber gewählt habe. Kurz danach hat Dallas seinen Anhängern befohlen, sich wieder aufzuteilen und die Suche nach Rhea und der schwarzen Perle aufzunehmen. Toll hat sich ruhig zurück zum dem Punkt teleportiert, wo er Fena getroffen hat. Er nimmt seine Suche dort wieder auf, in der Mitte des Turmes. Ja, und ich würde mal sagen, wir speichern erstmal wieder. Und dann gibt es einen Cut. Bis gleich.